Ja. Entschuldigen Sie bitte. Sie sehen doch, dass ich zu tun habe. Bitte stören Sie mich nicht. Ich werde mich früh genug um Sie kümmern. Das kann definitiv warten. Ja. Sie haben einen Termin? Nun ja, das prädestiniert Sie nicht dafür, sofort drangenommen zu werden. Sie wissen, das Leben ist kurz. Manche Menschen haben sehr Wichtiges zu tun und dazu gehören sie nicht immer sofort, okay? Das müssen sie noch lernen, vielleicht im Leben. Gut, dann mache ich jetzt erstmal weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich muss noch meine Einkaufsliste schreiben, wenn ich dann endlich mal Feierabend habe. Ja, ich schreibe allen Ernstes meine Einkaufsliste. Was geht Sie das an? So. Kosmetiktücher. Kerzen natürlich für die Romantik. Lipgloss natürlich, Lipgloss. Okay, ich denke, das war es, bevor die Kundin immer unangenehmer wird. Ich hoffe, es ist etwas Wichtiges. Andernfalls werde ich meine Arbeit fortführen. Okay. Bevor Sie sinnlos weiterreden, wie ist Ihr Name? Ich muss nachschauen, ob ich Sie im System habe, ob ich Sie hier vermerkt habe, in unserem Terminplan oder ob einer meiner Kollegen Sie vermerkt hat. Was ist das für ein Name? Können Sie mir diesen Namen buchstabieren? Noch nie gehört. Okay, da muss ich nachschauen. Noch nie gelesen, aber gut. Nun ja, da hatten Sie wohl ausnahmsweise recht. Sie sind vermerkt. Dahinter steht Maße nehmen, Maße nehmen. Das heißt wohl, Sie möchten sich bei uns ein individuelles Kleidungsstück schneidern lassen. Ich hoffe, Sie haben genug Geld, weil bei uns ist das etwas teurer als in irgendwelchen anderen Boutiquen und Ramschläden. Aber Sie werden sich das hoffentlich wohl überlegt haben, ob es in Ihrem Budget ist. Hat man denn mit Ihnen schon über den Preis gesprochen? Also einen Kostenvoranschlag gemacht? Ja, das wären schon so um die 8.500 Euro werden. Sie hätten gerne noch Extras, das müssen Sie dann mit jemand anderem besprechen. Ich bin nur für da, die Maße zu nehmen von den Kunden. Und ich denke, wir bringen es schnell hinter uns. Denn ich habe, wie gesagt, noch zu tun. Okay.
Dann machen wir das hier an Ort und Stelle. Es muss ja schnell gehen. Und dazu entkleiden Sie sich bitte, weil ich muss ja Ihre genauen Maße nehmen, auch wenn mir das eher unlieb ist. Aber da müssen wir durch. Ja, genau, mitten hier im Laden. Kabine brauchen wir jetzt nicht. Wir sind hier mitten dabei. Und wir haben jetzt auch, ich schaue nochmal nach, keinen weiteren Kunden geplant, der kommt, der jetzt einfach durch die Tür kommen könnte und sie dann vielleicht nackt sieht. Also sie dürfen natürlich da ihre Unterwäsche anlassen. Zu genau wollen wir dann nicht ins Detail gehen. Nein, das passt. Und ich denke, wir können damit loslegen. Ja, ausziehen. Mhm. Die Kleidung, die können Sie auf den Hocker dort legen, wenn es sein muss. Ansonsten einfach auf den Boden legen. Hier habe ich mein Metermaß, mein Maßband. Sie sind bereit. Danach sieht es auch aus. Okay. Ich hoffe, das Maßband reicht. Das könnte knapp werden, aber gut, wir schauen. Bei Ihnen war es ja gewesen, was für ein Kleidungsstück war es gewesen, dass ich nur weiß, welche Maße ich nehmen muss. Es war ein perlenbesticktes Oberteil. Nun sagen Sie das doch gleich, dann hätten Sie Ihre Hose gar nicht ausziehen brauchen. Aber gut, dann bleiben Sie jetzt einfach so, als es handelt sich um Ihren Oberkörper. Weiß ich Bescheid? Dann beginnen wir und ich nehme zunächst einmal die Maße Ihres Halses. Rundherum. Okay, das haben wir. Als nächstes werde ich Ihre Schultermaße nehmen. Das heißt einmal die Breite Ihrer Schultern. Wow, beachtlich. Ob das jetzt ein Kompliment ist, weiß ich nicht. Schulter. Dann als nächstes bitte einmal, genau, ja, richtig, diesen Arm vorstrecken. Okay, einmal. Handgelenk. Die andere Seite. Menschen sind ja asymmetrisch, sie besonders. Die andere Seite natürlich auch. Ja, das ist wirklich asymmetrisch.
Abstand, dann müsste ich einmal von Ihnen den Brustkorbumfang nehmen. Brustkorb. Okay. Als nächstes machen wir hier weiter. Die Arme auch weiterhin bitte heben. Die Taille. Insofern dann eine Taille vorhanden ist. Sieht, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Wo ist denn die Taille? Ist gar keine Einbuchtung, aber gut. Es soll ja sicherlich auch ein etwas weiteres Shirt bei Ihnen werden, nicht wahr? Nicht zu figurbetont. Ja, natürlich. Das hätte ich Ihnen auch empfohlen. Okay, Taillenmaß. Ja. Yep. Dann nehmen wir noch die Hüfte dazu, weil es auch sicherlich etwas länger werden soll, das Oberteil. Es soll ja auch einiges geschehen. Die Hüfte dazu. Okay, dazu gehe ich etwas runter. Das passt. Und dann haben wir noch die Seiten von ihren Achseln bis zur Hüfte hinunter. Das ist, haben wir hier noch. Die andere Seite. Ja. Na? Und dann hätten wir noch zu guter Letzt den Brustumfang. Den haben wir noch nicht gemacht. Wir haben nur den Brustkorb, genau. Das ist direkt unter der Brust gewesen. Dann mache ich noch einmal um die Brust rum. Ich hoffe, das Maßband reicht. Okay. Haben wir denn überhaupt XXL-Maßbänder? Ich glaube nicht. Okay. Nein, etwas zu trinken bei uns gibt es nicht. Wir müssen ja auch sehen, wo wir bleiben und sparen. Wir sind zwar eine sehr teure Boutique, aber Wasser kostet und Champagner, davon brauchen wir überhaupt nicht reden. Überall müssen wir Sparmaßnahmen in dieser Welt machen. Sie wissen, wie es ist. Da kann man für solche sinnlosen Zusatzgeschenke für die Kunden leider nichts ausgeben. Die Welt ist teuer. Die Lebenserhaltungskosten steigen. Man möchte sich auch etwas von seinem Gehalt leisten können, nicht wahr? Das kennen Sie bestimmt auch. Okay, dann würde ich sagen, Sie dürfen sich wieder anziehen. Ich wäre sogar sehr dankbar dafür. Und ich werde die Daten da noch in den Computer eingeben. Das passiert aber erst, wenn sie weg sind. Dafür müssen sie nicht hier bleiben. Und der nächste Schritt wird sein, dass wir dann einen Prototypen ihres Shirts erstellen.
Das heißt, es wird noch nicht das vollendete Stück sein. Sie bekommen nur eine Art Schnittmuster, Prototyp, sodass wir noch Feinheiten anpassen können. Das wird ja ein sehr teures Oberteil für Sie mit den, wie gesagt, Perlen. Und da können wir es uns nicht leisten, wenn wir doch etwas wegnehmen oder hinzunehmen müssen, dass wir dann die Perlen wieder entfernen müssen. Das heißt, den nächsten Termin vereinbaren wir in diesem Sinne. Und wir werden schon einige Zeit für das hier brauchen. Sie haben ja sehr besondere Maße, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf. Und dafür brauchen wir natürlich besonders viel Stoff. Das könnte einen Aufpreis von 250 Euro bedeuten. Rechnen Sie durchaus damit. Gut, dann für die nächste Anprobe, beziehungsweise für die erste Anprobe, teilen Sie mir bitte mit, zu welchen Zeiten Sie könnten. Das wäre dann voraussichtlich erst in 3 Wochen bei uns. 3 Wochen. Und welcher Termin würde Ihnen passen? Also welcher Wochentag, die Uhrzeit? Ah ja, natürlich, Sie müssen in Ihren Terminplaner gucken. Sie sind natürlich eine vielbeschäftigte Person. Natürlich, man kann auch so tun, wichtiger als man ist, aber gut. Machen Sie das ruhig, gucken Sie in Ihren vollen Terminkalender. Der Donnerstag, okay. Donnerstag um die Uhrzeit wäre für Sie welche passend? 14 Uhr. Das machen wir so. Da komme ich Ihnen gerne entgegen. Denn normalerweise lege ich die Uhrzeiten fest, aber gut, bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal dann. Vielleicht auch im Idealfall ein anderer Kollege, eine andere Kollegin von mir, nicht ich im Speziellen. Aber ja, dann ist das soweit. Und ich hoffe, Sie freuen sich und sind dankbar, dass wir Ihnen diese Serviceleistung bieten, dass Sie bei uns ein maßgeschneidertes Kleidungsstück erwerben dürfen, individuell auf ihre sehr individuellen Maße abgestimmt. Und dann würde ich sagen, dürfen Sie jetzt gehen, weil Sie haben ja vorhin schon zu Beginn gemerkt, dass ich zu tun habe. Ich muss noch meinen Einkaufszettel zu Ende schreiben. Und er ist sehr wichtig für mich. Ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich muss immer strukturiert sein und alles sehr genau planen. Brauche ich Zeit. Nach der Arbeit habe ich für so etwas keine Zeit mehr. Und deshalb wäre es gut, wenn Sie jetzt gehen würden. Ja, beehren Sie uns. Bald vielleicht nicht wieder, aber dann eben in 3 Wochen. Sie wissen ja Bescheid. Falls etwas ist, rufen Sie an. Jedoch nur in Notfällen. Wir wollen nicht unnötig unsere Zeit verschwenden. Das können Sie sich ja selbst denken. Aber wenn es doch etwas gibt, Sie vielleicht in der Zeit abgenommen haben, das wäre ja sehr vorteilhaft, dann müssen wir natürlich einen neuen Termin vereinbaren, um die Maße bei Ihnen neu zu nehmen. Natürlich auch, wenn Sie noch mehr zugenommen haben, das ist natürlich auch wichtig, dass wir Bescheid wissen. Wir wollen ja nicht umsonst unsere wertvolle Zeit verschwenden. Und dann lassen Sie es sich gut gehen. Essen Sie mal etwas Gesundes, etwas, was nicht so viele Kalorien hat. Das tut uns allen doch hin und wieder ganz gut. Und dann auf Wiedersehen, würde ich sagen. Also, tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Auf nicht Wiedersehen. Okay, wie ging es weiter? Was hatten wir als letztes? Genau, wir hatten den Lipgloss. Dann hatten wir noch bisschen Bronzing Powder. Das bräuchte ich mal wieder. Nochmal, Sie, was gibt es denn noch? Ich war gerade mitten in meinem Einkaufszettel vertieft. Was gibt es noch? Die Bezahlung. Sie müssten bereits eine Vorzahlung geleistet haben, richtig?
Nein, die eigentliche Zahlung wird dann tatsächlich erst am Ende gemacht. Ist mir eigentlich nicht zurecht, weil mein Einkommen dadurch auch immer etwas spartanisch ausfällt. Ich immer erst auf den nächsten Monat die Bezahlung erhalte. Die vollendete Bezahlung, weil Menschen wie Sie erst zum Schluss zahlen. Das ist natürlich sehr ungünstig für uns alle hier. Aber ein wenig Fairness sollten wir walten lassen. Wir müssen immer am Ende erst kalkulieren, wie viel alles gekostet hat, die ganze Arbeitszeit, die eingesetzten Materialien, Stoffe, weil wir das individuell auf Menschen wie Sie abstimmen. Und das muss teilweise auch eingeflogen werden, wenn es sich um sehr spezielle Stoffe und Materialien handelt oder eben Accessoires wie Perlen oder Pailletten. Deshalb machen wir das wirklich erst zum Ende, wenn alles tipptopp fertig ist. Also machen Sie sich darüber noch keine Gedanken, beziehungsweise sparen Sie schon mal gut. Das wird einiges kosten. Ich bin mir sicher, dass wir auch um einiges über den festgelegten Preis kommen werden. Also legen Sie sich Geld beiseite, schnallen Sie den Gürtel etwas enger bis dahin. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, wieder. Ich hoffe, das war es jetzt auch. Okay, dann haben Sie noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Das ist alles Leben.